My sausage is the best. Guten Tag, der Herr. Ich hätte gerne Frankfurter und ein bisschen Ketchup und eine Limo. Ne Frankfurter. Geht auch noch Krakauer, die sind viel besser als Frankfurter. Krakauer Käse kann ich sehr empfehlen. Ist sehr lecker, sehr, sehr lecker. Mit Krakauer. Mit Krakauer. Wo kommen Sie denn her? Ich komme aus Krakau. Ach, aus Krakau. Ja, dann ja. Tun Sie mal rüber und machen wir mal Dalli hier. Ja, gut, dann drücke ich. Dann nehme ich mal die Wurst hier mit. Okay, dann drücke LB, um einen Hotdog zu kaufen. Mach ich doch. Das klappt super. Ich werde ihn beinahe erschossen. Ja, hier, ich tue dem alles drauf und guck gar nicht hin, was ich mache. Oh, danke für das Würstchen. Jeder weiß, sind Hotdogs ja auch viel besser als Hamburger und der ganze Scheiß. Vielen Dank, der Herr. Ich bedanke mich und steige zurück in mein Taxi. Und dann werden wir heute mal ein bisschen durch die Gegend radeln. Und wir haben ein tolles Thema. Und das passt ja irgendwie zu Hotdogs, beziehungsweise zu Burgern. Burger sind viel besser als Hotdogs. Das weiß jeder. Jeder weiß das. Ja, unglaublich, ja. McDonald's versus Burger King. Oder überhaupt Rivalitäten, wie auch beispielsweise... Ja, Pokémon versus Digimon, Xbox versus PlayStation oder auch Cola versus Pepsi. Was trinkst du lieber? Genau, nee, also was ich lieber trinke, ist auf jeden Fall Cola. Und da scheiden sich eben auch schon die Geister, weil ganz viele Leute gibt es, die sagen, Cola ist scheiße, Pepsi ist das Wahre. Oder genauso wie zum Beispiel die PlayStation 4 rockt alles weg, die Xbox ist sowieso scheiße. Und das ist ja unser Thema heute, dass Leute sich irgendwie, sich selbst so an diesen Marken oder ich weiß nicht, woran man sich da so aufgeilt und warum vor allen Dingen, warum man das alles so persönlich nimmt, wenn jetzt jemand sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin Xboxer, ne, und du bist ja mal der PlayStation, Heinz. Ja, wohl, jetzt zum Beispiel GTA 5 haben wir in der letzten Folge darüber erzählt, werden wir beide auf der Xbox spielen. Ich spiele ja eigentlich beides und ich werde mir auch die Xbox One und die PlayStation 4 holen. Wobei das natürlich auch eine riesen Diskussion ist. Ich bin gespannt, was die User dazu schreiben. Welche Konsole werdet ihr euch holen? Ja, aber wichtiger ist ja erstmal, warum geilt man sich darin so auf? Oder warum nimmt man das so persönlich, was da nur das Geilste ist? Und warum? Es gibt ja richtig... Machen viele, ja. Da gibt es ja richtig Krieg teilweise. Es gibt ja Browser, Firefox gegen Chrome oder Apple versus Android und Pipapo. Da gibt es ja, also bei allem scheint es oder so... Oder auch Star Trek versus Star Wars. Auch ein ganz großes Thema. Das Lustige ist bei uns beiden ja zum Beispiel, ich habe ja früher Star Trek geguckt, der Walle schwört mehr auf Star Wars und bei uns ist aber trotzdem so, wir hassen uns deswegen ja nicht und wir beefen uns deswegen auch nicht im Internet, weißt du, was ja... Oh, ganz dickes Thema war auch damals Battlefield versus COD, was zum ja Beispiel, immer noch ein Thema ist. Zum Beispiel. Und ich ganz ehrlich, ich wurde millionenfach in meinen Videos gefragt, ich mochte beide Spiele und ja, steinigt mich, ich spiele gerne COD in meiner Runde. Was? Ja, ich weiß, stell mich gleich hier an den Pranger, dann könnt ihr mich mit Obst werfen, aber nur mit Gumlegen bitte, sonst wäre das ökonomisch nicht korrekt. Mit Frischobst bitte. Ja, mit haltbarem Frischobst. Am besten nicht werfen, sondern da reichen. Papaya. Oh Gott. Aber es gibt ja wirklich diverse Sachen. Oder es gibt ja auch noch viel schlimmere Sachen. Zum Beispiel Religionen, die sich bekriegen. Oder auch hier durch die Männer gegen Frauen. Oder kann man sagen Fußballvereine. Ganz wahnsinnig. Kann man sagen Koran gegen Bibel oder ist das zu krass? Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Weil eigentlich ist es ja dasselbe in ein bisschen anderem Ausmaß. Weil ich glaube, ja, der Koran ist ja auch, der ne? letzte Prophet, der gleiche Gott. Allah ist Gott, das ist derselbe. Ja, das ist ja, Judentum ja. Und Christentum ist alles derselbe. Nur halt ein bisschen anderem Namen. Und man muss dazu sagen, die Christen glauben ja nur nicht mehr an Mohammed. Und das tun die, oder die nehmen den nicht als letzten Propheten. Oder ich bin ja aber nicht so ganz genau informiert. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Juden zum Beispiel Christus nicht als richtigen Propheten erachten. Ja, also ja. Jesus. Obwohl er natürlich selber, Jesus war ja König der Juden damals. Ja, deswegen ist auch das eine wichtige Person. Deswegen ist das so dämlich, wenn dann irgendwie, sagen wir mal so Rechte, weißt du, Christenrechte, was sagen die zum Beispiel immer? Juden sind doof. Ja. Ne? Und dann ist das so lächerlich eigentlich. Jesus ist super. Ja, das ist echt total bescheuert, muss man einfach sagen. Ich fahre heute übrigens mal ein bisschen konzentrierter zur Abwechslung. Warum eigentlich? Weiß ich nicht, wollte mal ein bisschen einfach nur quatschen mit euch gerade. Wir haben jetzt immer noch kein wirkliches Ziel. Ich bin hier wieder durch die City am Fahren. Aber vielleicht machen wir uns mal die Nägel nach dem Hotdog. In die Nailbar, na klar, Nailbar. Bist du da rein. Das da ist ja gehe klar. Ich aber doch super gerne rein. Genailed wirst du ja super Schwule gerne. Schwule versus Lesben. Ne, da gibt es aber kein Beef, glaube ich. Das ist ja die Gay-Community. Ja, ist die Gay-Community, ne? Die fast mittlerweile so, glaube ich, so normal ist, eine Gay-Community, dass die Leute mittlerweile schon, habe ich schon gehört, dass sich Schwule drüber ärgern, weil die überhaupt nichts Außergewöhnliches mehr sind. Da müsste wieder hinten werden. Ups. Das wollte ich nicht. Diese schweinischen Cops gegen Gangster. Damals. Boah, ist das Taxi schnell, Alter. Die Gangster sind viel cooler als Cops. Ja, das denken auch manche Leute, ne? Das denken mir dann auch immer. Ja, aber wenn du das einmal miterlebt hast, Bandenkriege, wenn du da die Rivalitäten miterlebt hast, hoffentlich nicht am eigenen Leibe, weil meistens gehst du da nicht lebendig raus, dann siehst du das leicht auch anders. Das ist ja hier so ein bisschen diese romantische Vorstellung, die man davon hat durch Hip-Hop und sowas. Hip-Hopper gegen Metaller zum Beispiel gibt's auch.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch noch so ein Ding. Stimmt, da hast du recht. Das habe ich ja gar nicht. Im Musikbereich gibt es überhaupt viele Rivalitäten. Ja. Im Fußballbereich ist es aber echt am unglaublichsten eigentlich, wenn man mal überlegt, wie sich teilweise zum Beispiel die Schalke oder die Dortmund-Fans, wie die sich gegenseitig hassen teilweise manche. Oder Köln versus Düsseldorf oder sowas. Ja, Braunschweig-Wolfsburg. Genau. Meine Meinung zu Rivalitäten ist, viele sind einfach unnötig. Man kann beides probieren und man muss sich auch nicht darüber streiten, ob ein Samsung-Handy besser ist oder ein iPhone-Handy. Das kann man ja für sich selbst in Erfahrung bringen, weißt du, aber du musst das jetzt nicht zu deinem persönlichen Glaubenskrieg machen oder im Internet Leuten den Tod wünschen, weil die halt lieber Xbox spielen als eine Playstation oder sowas, weißt du? Das ist so irgendwie so lächerlich. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht. Wenn man es so anspricht, dann sind die Kommentare ja meistens ein bisschen vernünftiger. Aber wenn du jetzt irgendwie bei diesen Präsis, Xbox One, PlayStation 4, Alter, was da los war unter den Videos, wie da teilweise gehasst wurde, wegen so einem Scheiß. Genau, das ist völlig bescheuert. Ich bin froh, dass es auf YouTube recht wenig Rivalitäten gibt und dachte mir, bevor ich jetzt einfach nur so blöd rumdose. Ja. Ja, da gibt's ja, war leicht ironisch gemeint. Aber auch bei uns nicht. Nee, wir sind eigentlich easygoing. Also, wir mögen alle Leute. Ach, guck mal, der Yogamann. Oh. Hey. Der wird sich wundern beim Yoga. Machst du Yoga, fliegt ein Taxi vorbei. Cool. Mal gucken, wie weit man eigentlich mit so einem Taxi, das habe ich noch nie ausprobiert, so ins Wasser fahren kann. Ich glaube nicht so weit. Aber so ein bisschen geht. Pam! Die blöden Cops. Ah, da ist die Bullen einmal angeditscht, weißt du, da machen jetzt so, das sind so eine Dieven. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum sieht das Auto eigentlich so geil aus, das sieht am Ice Enhancer Mod, hatten wir auch in der letzten Folge schon mal angesprochen. Das ist einfach saugeil. Und da gibt's ja auch zum Beispiel Comic-Grafik gegen Real-Grafik. Sehr brisantes Thema. Auch. Zum Beispiel Borderlands könnte ich gar nicht spielen. Also genau. Das Spiel mag gut sein, aber ich kann mit dem Grafikstil irgendwie nichts anfangen. Und bei Walking Dead war ich am Anfang, muss ich zugeben, auch ein bisschen... Ja. Da war ich ein bisschen oberflächlich, war ein bisschen sehr beeinflusst, weil die Grafik halt so... Weißt du, dieses Cell-Shading ist halt einfach nicht so meins. Ich dachte, die Rassiste noch. Pam! Ey, geil, Alter. der ist gerade noch so, hat er so ein Limbo gemacht, so in der Art, ne? Schade, ich dachte, du rasierst den. Wuhu! Pam! Oh, unser Taxischild. Ich glaube, aber du bist nicht rausgeflogen. Die Karre ist im Arsch. Hey, das war eine schöne Karre. Gelbe Taxis versus blaue Taxis. Wieso gehen Taxi-Missionen eigentlich nicht frei? Ich glaube, das liegt an der 100%-Nummer, bin ich mir aber nicht sicher. Also wir haben die ganze Zeit probiert, Taxi-Missionen zu machen. Bitte habt Nachsehen, ey, wir sind echt raus aus dem Game so ein bisschen. Und haben das eigentlich als Plattform genutzt, wie gesagt, einfach nur ein bisschen rumzudüsen, um über Themen bisschen, zu quatschen. Bisschen nicht Spaß zu machen drin. Nebenbei. Also, bitte achtet jetzt nicht auf das Gameplay. Wir bauen hier bewusst auch ein bisschen Mist einfach. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir nicht irgendwo so Standplays haben. Oder so. Ja, es gab, aber das ist nicht hier, da gab es einen mega geilen Spot. Boah, das ist auch... Ah, guck mal, da vorne. Vielleicht kommen wir da rüber. Schöner Strand hier auch. Was machst du da? Ich bin ein bisschen rückwärts gefahren. Kleine Runde. So, einmal hier. Ja, ja. Guck mal, siehst du das da hinten? Ach, ja. Schnauze, Bitch. Der sieht ja ein bisschen aus wie ein BMW, der Wagen, ne? Komm ich zu der Rivalität BMW versus Audi oder Mercedes. Ja, was ist denn eigentlich eure größte Rivalität, wo ihr euch immer gerne eingemischt habt? Das war der Megastand, wow. Oh. Das war echt der Hammer. Aber der Wagen ist geil, der sieht vorne doch schon von der Seite, sieht der sehr BMW-lastig aus, wie so ein Dreier. Coupé oder so, M3, keine Ahnung. Die haben sich hier natürlich auch noch an die richtigen Autos gerichtet, aber wir haben kein Carpack. Joho! Ups. Einparken bei der Gamescom. Oh, das läuft. Geil. Ach. Nicht genug, aber dieser Stunt wurde bereits absolviert. Hä? Nicht ja, genug, aber? Okay. Wir haben noch dringend 100%. Ja, ja. Da musst du ja auch verschiedene Stunts machen und all sowas. Das ist echt der Hammer. Vielleicht gehen deswegen die Taximissionen auch einfach nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wir können ja ein bisschen durch die Gegend düsen. Was würdest du eigentlich lieber nehmen? Oh, Bruce ruft an, aber den lassen wir mal klingeln. Brucey! So, das Ding ist, eine Yacht oder ein Flugzeug? Was würdest du lieber nehmen, wenn du so die Möglichkeit hättest und jetzt hier Mega-Milliardär wärst? Boah, ganz ehrlich, Privatflugzeug ist, glaube ich, geil, weil du einfach, du gehst halt an den ganzen Schlangen im Flughafen vorbei, steigst in ein Flugzeug und wirst irgendwo hingeflogen. Ist schon geil, aber mit Hammer, aber auf einer Yacht abhängen, mit Kumpels und so, stelle ich mir auch schon sehr geil vor. Boah, eine Yacht, das ist halt der Traum, ne? Da gibt es auch eine Rivalität bestimmt zwischen den Yachten. Aber die haben wahrscheinlich beides, die Leute, die eine Yacht leisten. Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen so eine Yacht. Oh! Ein bisschen tauchen. Guck mal, er fährt noch. Das ist nämlich ein Amphibienauto. Das wäre geil. Ich glaube, ich muss mal hier rausschwimmen. Boah, zum Glück können wir hier schwimmen, ey. Amphibienkarre wäre übrigens sehr geil. Oh, ist erfrischend gerade bei den Temperaturen. Die Frage ist nur, wo kommen wir hier raus? Ach, das kriegen wir irgendwie hin. Ein bisschen planschen ist ja auch nicht schlimm. Da vorne ist ein Leiter, siehst du? Ach, cool. Da können wir hin. Oh, so ein Bötchen klauen, eine kleine Bootsfahrt wäre natürlich auch noch was Nettes.
Habt ihr das eigentlich selber schon erlebt? Das interessiert mich mal so ein bisschen, dass man so ein bisschen auch für seinen Geschmack oder seine Meinung verbal auf die Fresse kriegt oder bei anderen Leuten so ein bisschen auf Granit beißt, wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, ich bin Vegetarier und dann, ja, aber Fleisch ist es doch viel geiler, irgendwie so als Beispiel halt, voll, weißt du? Genau. Ja, also gibt's wirklich, dass ich auch mal was wurde ich denn, ja, wegen Rivalitäten diskriminiert, ne? Wo die Leute eine Rivalität wieder draus gemacht haben. Genau. Wie kannst du Vegetarier sein? Ich bin voll der Fleischesser, das geht ja mal. Oder gar umgekehrt. Nicht. Wie kannst du noch Fleisch essen, du Mörder, bla bla bla. Gibt's Raucher, Nichtraucher ist auch so eine Rivalität. Ja, das stimmt. Es gibt da jetzt echt super viele Rivalitäten. Als ob man dann irgendwie automatisch ein schlechterer Mensch ist oder so, weißt du? Persönlich muss ich sagen, habe ich damals mal extrem über Musik diskutiert. Da habe ich mich wirklich reingeflasht in meiner Jugend, ja? Kurt Cobain ist der Gott. Ja, sowas ungefähr. Oder mich dann, fand ich, oh, ich hatte viele Phasen. Ich hatte eine Rockphase. Wo du Röcke getragen hast, genau, statt Hosen. Ich hatte eine Hip-Hop-Phase. Und mittlerweile hatte ich eine Elektro-Phase. Wie hat der denn geguckt? Hey. Was war das denn jetzt für eine Aktion gerade? Ich wollte gerade nur anklopfen. Mal. Du bist der beste Gangster, den ich je gesehen habe. Nee, das ist schon okay so. Du hast ja nichts gemacht, du hast angeklopft. Ja. Wieso hast du festgenommen mit Knarren? Das ist einfach, ey, die Cops sind hier voll die Assis. Alter. Das geht gar nichts. Bestimmt, weil du Ausländer bist. Ja, vielleicht liegt es daran. Niko Bellic, der kommt ja eigentlich vom Balkan. Ja. Der ist ja, aber hier ist eh viel schöner. Können wir was anderes machen, weil ich wollte immer jetzt... Das Geld ist ein bisschen sehr krass, ne, vom Eisenhanser. Das ist... Ja, es hat halt echt ein CSI Miami. Ach komm, wir nehmen uns die Limo hier. Limo, das ist super. Komm, steig mal aus. Genau. Limo versus Sportwagen. SUV versus Trabi. Ins Gesicht treten versus Faustrecht. Der wurde damit gefahren. Der hat sich bestimmt mal für 60 Euro die Stunde gemietet. Deswegen ist es egal. So eine Limo finde ich überhaupt nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Nee, finde ich auch nicht so geil. Aber zum Beispiel, da könnte man wieder eine Rivalität anfangen. Bei Autos, ganz krasse Nummer. Das ist so oft so eine Geschmackssache. Wie kannst du nur Opel fahren? Ich habe BMW, so die Nummer, weißt du? Ach, lächerlich. Ja, es ist echt lächerlich. Obwohl ich da auch verschiedene Marken, da muss ich mich einschließen, finde ich schön. Also ich mag Früher, als ich meinen Fiat Uno habe, ich glaube, du kennst die Story, ja, als ich meinen Fiat Uno hatte, da bin ich dann über die Autobahn gebrettert, Alter. Ich stand auf dem Gas mit beiden Füßen. Und, Alter, ich hab mir so den Arsch aufgefreut, wenn ich dann mal einen Porsche überholt habe, Alter, dann war ich der Hauptgewinner, während der Porsche natürlich völlig, völlig entspannt, so, weißt du, der Porsche war lalala, fährt ganz easy mal einfach da rum und ich, Alter, ich heiz da wie so ein Affe und freu meinen Arsch ab. Und kannst du zu Hause erzählen, ich hab einen Porsche überholt, Alter, ja, Porsche war wow. Das ist scheißegal. Ja, der lacht sich aus, weil der muss da einmal auf Pinchen drücken, da hat er den Fiat ohne sowas im Kasten. Ja. Das ist echt, aber das ist auch eine Rivalität, Rivalität im Straßenverkehr, auch wie viele Streitereien es da gibt hier, der Fickfinger. Da gibt es die ganze richtig für bestraft werden. Zunge rausstrecken, der eine macht den anderen doof. Aber manchmal musst du auch echt aufpassen. Es gibt so viele Assis im Straßenverkehr. Nur weil die keinen Mittelfinger zeigen, bleiben die trotzdem Assis. Ja, das stimmt. Huch. Oh, oh, oh. Boah, die Bremsen sind hier nicht so gut, muss ich sagen. Nee, du hast ja auch zwei Tonnen Karre da. Mindestens 2 Tonnen. Ja, 3 würde ich sagen. Oder 4. Wie viel wiegt denn so eine Limousine? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht weiß das ja jemand in der Community. Was war denn eure größte Rivalität, wo ihr euch vielleicht mit einem Freund sogar drüber gezofft habt, richtig? Weil ihr ein anderes Produkt geiler fandet als er oder weil ihr gesagt habt, ey, ich trage nur Baggy-Hosen. Früher vor allen Dingen, was, du hast kein iPhone, ey, du bist gar kein Mensch. Und danach irgendwie, was, ich habe jetzt Android. Ja, da könnte man fast darüber Markenzwang reden. Ja, ja, das ist wirklich so. Der auch fast damit konform geht mit Rivalitäten. Aber diesmal wollen wir ja bei Rivalitäten bleiben. Und ich möchte dich mal eine persönliche Frage fragen. Hattest du mal wirklich persönlich so ein Ding, wo du dich mal richtig mit wem wegen irgendeiner Marke oder sowas gestritten hast oder irgendwie in der Einstellung gegenüber einer Mannschaft, einem Fußballteam oder was auch immer? Also Fußball bin ich ja eh nicht so affin und ich muss ganz ehrlich sagen, nee, habe ich nicht, also so gestritten, weil oder ganz ehrlich, es ist mir eigentlich scheißegal. Es ist mir scheißegal, ich mache meine persönlichen Erfahrungen und ich habe ja auch meinen persönlichen Geschmack. Und das Problem ist aber, das ist wirklich immer, das hat man neulich in der Sendung, es gibt wirklich immer doppelt so viel Geschmäcker wie Menschen auf der Welt. Das ist einfach so. Und ja. Du kannst niemandem sagen, dass das und das besser ist, weil es vielleicht in dem Moment für dich besser ist. Aber das heißt ja nicht, dass alle anderen das auch so sehen. Da muss ich durchfahren. Ja, das ist eine Abkürzung. Fahr da mal lang. Alter! Geil. Und wir fahren weiter. Natürlich. Echt Abkürzung, war super. Komm, haben wir ein Loch? Seems legit. Das sieht aus, hätten wir ein Loch im Dings. Ich glaube, ich sollte aussteigen. Ich glaube, die Karre geht in die Luft. Ah, das Feuerwerk gucken wir uns noch zum Abschluss der Folge an, oder? Das muss so sein. Das ist ein Special-Effekt. Angucken, ne? Also nicht weglaufen. Pam! Hab ich mich richtig erschreckt. Alter, was ist denn das hier? Kuckucks oder was? Ja, Kuckucks da an hier. Kuckuck.
Ja, ich würde sagen, das war's wieder von diesem Gameplay-Vlog. Obwohl, du hast doch bestimmt noch was zu erzählen zu Rivalitäten, oder? Zu Rivalitäten, ja. Camaro versus das Problem Mustang. Ist, das Problem ist einfach, es gibt so viele Rivalitäten. Das kannst du ja, wie gesagt, wir haben ja auch schon überlegt, Alter, da haben wir irgendwie Männer gegen Frauen bei Religion, Pokémon gegen Digimon. Am Anfang haben wir gesagt, McDonald's gegen Burger King und auch zig andere Burgerketten oder sonst irgendwas. Du kannst aus jedem Scheiß eine Rivalität machen. Was ist besser, Sauerstoff oder Wasserstoff? Atomphysiker oder Biologie? Student. Was? Also stell mal vor, jemand klaut eine Karre und fährt die 2 Meter weiter zu Schrott. Naja, dann ist es mir eigentlich egal, oder? Da wäre ich schon ein bisschen abgefuckt. Ja, muss man sagen, aber du kriegst ja eine neue. Obwohl, du kriegst wahrscheinlich nur den Warenwert, ne? Das ist ja immer blöd, den aktuellen Listenpreis. Ja, du kriegst die Versicherungssumme, die ja schon am nächsten Tag nur noch die Hälfte ist. Ey, den wollte ich eigentlich aufhalten. Hat super geklappt. Ey, wie geil sieht denn die Karre hier aus? Gut. Das Rad ist toll. Dreirad. Schön. Ist eine geile Nummer. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's von dieser Episode von Let's Play GTA 4, unserem Rumble, Unble, Cumble, Thematik, Pipapo, Shit. Ja, und ich wünsche euch noch einen super Tag. Ich denke, der Gronkh ebenfalls, oder? Ja, natürlich. Und wenn ihr Bock habt, dann hinterlasst doch mal kurz einen Kommentar, wo ihr schon Rivalitäten hattet oder wo ihr damit schon konfrontiert wurdet. Weil ganz ehrlich, das ist ein Thema, das kann man eigentlich sogar vertiefen, wenn man da so ein bisschen Input hat. Weil wir können das natürlich nur aus eigener Perspektive sagen. Und wir sind halt mehr so leger, also wir sind da mehr so ein bisschen locker. Wir sind da keine Meinungsnazis, weil wir halt beides tolerieren oder auch gegenseitig beides tolerieren. Auch wenn der Sarazar scheiße ist, weil er mal Star Wars gut fand. Oh. Ich glaube, wir liegen. Ja, dann bis morgen. Bis morgen. Rivalitäten, ein brisantes Thema, liebe Freunde. Wir sind natürlich gespannt, was ich kenne viel bessere dazu Themen als du. Was? Du kennst ich kenne viel bessere Themen als du. Ach, Alter. Verpiss dich, du Penner. Ich trinke jetzt eine Fanta. Cola ist viel besser. Ne, Spasti, ey. Nein, du bist so ein Spasti. Mirinda ist super übrigens. Du bist trotzdem ein Spasti. Alter. Orangina, Sunkist oder Capri-Sonne? Sunkist, Alter. Sunkist oder Capri-Sonne? Nein. Alter, Sunkist ist der Hammer. Ich bin jetzt weg. Sunkist ist der Mega-Hammer. Ja, ja. Capri-Sonne ist aber auch geil. Strohhalm unten reinstecken. Mhm.